Oktopus-Tante. Was soll ich googeln? Das Ding ist, ich habe das schon voll oft auf Instagram-DM geschickt bekommen. So eine Leute, die Sachen lebendig essen. Meinst du das? Ja, genau. Okay. Danke für die 200.000 Abonnenten. Achso, gucken wir uns das Neros-Video an und nicht ihr Video? Ja, wir können es ja mal angucken. So Young. Sie ist eine japanisch-chinesisch-Korea. Ich habe keine Ahnung, das ist eh alles dasselbe. Das ist rassistisch. Diese gute Frau macht ASMR-Videos. Ihr wisst schon, YouTuber macht... Ich mache. Mir explodiert schon der Schädel, wenn jemand einen Kilometer von mir entfernt den Mund nicht richtig beim Kauen. Hä, was denn mit diesem Video? Bin schon ein bisschen triggert, dass Nero sich nicht mal die Mühe macht zu gucken, woher dieses Mädchen kommt. So, wenn man schon ein Video gegen sie macht, könnte man schon mal gucken, anstatt sowas zu sagen. Ansonsten würde ich am Namen schon denken, dass sie koreanisch ist. So Young macht nämlich nicht die herkömmlichen ASMR-Mukbangs. Sie isst Tiere, lebendig. Das an sich ist ja schon mal abartig genug, aber noch nicht mal der Hauptpunkt meines Videos. Das Problem sind die Das, was sie da macht, ist nämlich nicht illegal in ihrem Land. Mal Spaß beiseite. Die Frau kommt aus Südkorea und da gehört es zu ganz normalen Essenskultur. Es gibt sogar Restaurants, in denen du genau das machen kannst, was sie in ihren Videos macht. Für die, die das noch nicht gesehen haben, es kommen halt hinterher ein paar Einspieler, aber natürlich wieder mit Vorwarnung. Ich bin mir sicher, einige werden das jetzt falsch verstanden haben. Ich relativiere oder verharmlose das damit überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Nur weil das da Sitte ist, sollte man nicht sagen, ja, ist dann halt so. Vielmehr sollte man diesen gesamten kulturellen Aspekt kritisieren. So Young macht das Ganze aber nicht so, wie es normalerweise in Korea gemacht wird. Herkömmlicherweise wird das Leid der Tiere nämlich schnell beendet. Der Hauptaspekt ist die Nahrungsaufnahme. Bei ihr sieht es allerdings so aus, dass sie den Fokus eher auf das Leid der Tiere legt, was an Widerlichkeit kaum zu überbieten ist. Beispiel. So Young hat sich einen Hai gekauft, den sie zubereiten möchte. Ein Dieser Hai? Wird logischerweise nicht lebendig gegessen, also sollte man ja eigentlich nichts Schlimmes zu sehen bekommen. Außer man hat im Grundsatz ein Problem damit, dass Tiere gegessen werden. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Ich habe auch keine Lust auf einen Deep Dive in das Spezizismus-Thema. Das Ding ist aber, dass sie uns den Hai vorher zeigt, während er noch lebendig ist. Das Video, von dem ich rede, heißt ASMR Edible ist zusammengekommen. Soundshark. Das ist frittiert. Eating Sund Real Sound Mukbang. Grüße gehen raus an die deutsche YouTube-Übersetzung. Sie zeigt uns den Hai aber nicht nur, sie spielt mit ihm herum und lässt ihn grundlos leiden. Achtung, Einspieler. Dieses abnorm abartige Affentheater zieht sich ungefähr durch die ersten zwei Minuten ihres Videos. Sie lässt diesen Hai halt mehrere Minuten verzweifelt um sein Leben kämpfen, während sie rumquiekt wie ein geistgestörter Primat. Wenig später hält sie diesen Hai dann in die Kamera, während er verzweifelt versucht zu atmen. Das Leid des Tieres ist halt genau zu erkennen und durch logische Schlussfolgerungen ergibt sich für mich der Punkt, dass das genau der versteckte Sinn dieses Videos ist. Welchen progressiven Vorteil hat es, das zu machen? Inwiefern bringt es dieses Video weiter, wenn der Hauptsinn doch eigentlich ASMR sein sollte? Gar nicht. Außer, Leute stehen auf sowas und schalten nur deswegen ein. Und ja, das tun sie. Denen gefällt es anscheinend. Schaut euch mal die Bewertung ihres Videos an. Alleine dieses Video hat 214.000 Likes und gerade mal 34.000 Dislikes, die größtenteils auch nur durch den aktuellen Shitstorm zustande kommen. Ein älteres Video von ihr, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen, hat eine 95% positive Bewertung. Mittlerweile fängt sie allerdings an, diese Szenen, in denen sie es mit... Kann ich leider nur bestätigen, also kann ich zumindest für die Vietnamesen bestätigen oder zumindest für meine Eltern und die ältere Generation. Interessiert sich nicht so krass für Tierleid und ich kann mir vorstellen, dass sie sich das gerne angucken und kann auch verstehen, woher das kommt, dass sie so viele Likes hat aus Korea. In dem Video schmeißt sie die Oktopusse lebendig auf einen Grill. Es reicht nicht, dass man deutlich erkennt, wie diese Tiere leiden. Sie zoomt, während sie isst, separat auf den Todeskampf der Kopffüßler und bestreicht diese währenddessen mit scharfer Soße. Achtung, Einspieler. Mukbang ASMR. Lebendig. Gefährlich ist das Ganze übrigens wirklich. Bei den Oktopussen läuft das mit den Nerven nämlich ein wenig anders ab als bei Menschen. Wir haben ein zentrales Nervensystem, Gehirn, Rückenmark. Die Neuronen übernehmen die Nachrichtenübermittlung. Pass auf. Packst du auf eine heiße Herdplatte, schlagen die Nervenzellen in deiner Hand. Alarm! Alarm! Das wird weitergeleitet ans Gehirn und dieses vermittelt dir, jo, das sollst du vielleicht nicht machen. Macht nämlich Aua. Dieser Schmerz ist quasi eine Botschaft von unserem Denkapparat, die uns auf eine Gefahrenquelle hinweisen soll.
Daraufhin ziehen wir die Hand instinktiv weg, ohne vorher drüber nachdenken zu müssen. Langarm-Oktopusse haben ein hochkomplexes Nervensystem. Bei den Tieren befinden sich 2/3 der Neuronen in den Armen. Es sind übrigens Arme, keine Tentakel. Der Unterschied dazwischen ist, dass Tentakel nur an der Spitze Saugnäpfe haben und Arme hingegen an der gesamten Länge. Diese Arme haben, wie gesagt, viele Neuronen. Allerdings reagieren die bei Oktopussen auch ohne Kontakt zum Gehirn. Heißt, du beißt einen Arm ab und der zeigt trotzdem danach auch noch weitere Reflexe und windet sich hin und her. Das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wenn du so ein Tier lebendig isst, leiden die nicht nur, sondern es kann passieren, dass sich so ein Arm dann im Hals hin und her bewegt und sich die Saugnäpfe bei dir im Rachen, in der Luftröhre oder sonst wo festpappen. Es wäre nicht das erste Mal, dass daran jemand erstickt. Trotzdem ist es halt Kult in Korea und wird dort Sanaki genannt. Dadurch verstehe ich den Punkt halt irgendwie noch weniger. Du setzt dem Tier Qualen aus und bringst dich selber damit in Lebensgefahr. Ich hab das schon mal gegessen. Ist es das wirklich wert für ein paar YouTube-Klicks oder um mal ein besonderes Esserlebnis zu haben? Dirk würde sagen, ja. Lustigerweise weiß ich, wie das heißt. Das heißt Sanakji, habt ihr ja gerade gehört. Weil letztes Jahr im Juni waren wir ja in Korea und da konnte ich ja schon ein bisschen Koreanisch und dann habe ich immer gefragt, ob sie Sanakji haben. Da ist es aber anders. Bei der Zubereitung wird der Oktopus direkt getötet. Ne? Also dem wird, glaube ich, also der wird direkt irgendwie auf den Kopf geschlagen. Wenn man Sanakji essen will, da geht es dann wirklich nur ums Essen und nicht um die Tierquälerei an sich. Und das Ding ist, wenn man Sojasauce rüberträufelt, werden die Tentakeln abgeschwächt, ne? Dass die Saugnäpfe nicht mehr so stark sind. Es ist nicht so gefährlich, das zu essen, wenn man sich das professionell zubereiten lässt. Natürlich nicht, wenn man sich selber einen Oktopus kauft und das dann selber macht. So wie, kennt ihr dieses eine Mädchen, das habe ich auch mal in meinem Video gezeigt, was so ein Riesen Oktopus hatte, was sich dann in ihrem Gesicht festgehakt hat und dann hatte sie hier voll die Verletzung. Das war Karma. Aber auf jeden Fall... Ist halt krank für so westliche Menschen, ne? Auf jeden Fall. Aber für sie ist es halt schon ziemlich... Ist halt kulturell anders. Es ist scheiße, natürlich, aber wenn man bedenkt, was Deutsche mit Schweinen machen, denn ihr wisst, Schweine sind fast so intelligent wie wir. Und die Schweine haben sind ganz, intelligenter als Hunde. Ja, und die haben ein ganzes Leben voller Schmerz, also... Nein, sie haben sich nicht einmal bewegt in ihrem Leben. Ja, ja auf jeden Fall. Tierquälerei ist scheiße. Aber es gibt es in jedem Land, nicht nur in Asien. Es wird ja beim Schwein auch nicht schnell beendet. Das lebt ja 6 Monate oder so da, oder? Du meinst in den 1 Quadratmeter? Ja, genau. Und ich habe gestern so ein Video gesehen von Vegan ist ungesund. Diese aktuelle Ministerin für Tierschutz hat sich dafür eingesetzt, dass es noch enger sein darf. Gib dir das mal. Und sie wollte gar nicht Ministerin im Tierschutz werden, sondern woanders, aber dann war nichts mehr frei. Also